Hallo, wenn ihr an einem Sattmachertag mal so richtig Appetit auf was Knackiges habt und man darf ja keine Chips essen, dann solltet ihr eine Dose Kichererbsen im Haus haben. Ich zeige euch, was man damit machen kann. Ich habe die Kichererbsen jetzt abtropfen lassen, abgespült und mit klarem Wasser und dann hier auf dem Ziehwasser, damit die schon gut trocken sind. Die kommen jetzt auf ein Backblech. Sie nebeneinander. Dann brauche ich etwas Ölspray. Ihr könnt das von Weight Watchers nehmen. Ich habe jetzt noch ein Olivenölspray. Ich nehme jetzt mal das. Die Kichererbsen kommen jetzt etwa für 30 bis 40 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. Die Kichererbsen sind jetzt etwas knusprig und zum Teil platzen sie dann etwas auf. Nach etwa 30 Minuten. Ich gebe jetzt Salz darüber. Und ich nehme jetzt mal noch ein bisschen Thymian, aber das kann man ganz nach Geschmack machen. Und lasse die auf dem Blech auskühlen. Wenn die Kichererbsen abgekühlt sind, dann gebe ich sie in Schälchen zum Knabbern. Das eignet sich auch hervorragend als Beilage zum Salat oder vielleicht auch mal in eine Suppe. Die ganze Dose hat 16 Points, aber an einem Sattmachertag muss man es nicht berechnen.